Ja, in den 1990er Jahren ist durch eine private Schenkung eine interessante Sammlung antiker Münzen an die Technische Universität Braunschweig gelangt, mit der wir jetzt im Rahmen einer Lehrveranstaltung ein Semester lang intensiv gearbeitet haben. Die Münzen, mit denen wir gearbeitet haben, waren im Grunde noch nicht wirklich aufgearbeitet. Wir haben die Münzen vermessen, gewogen, bestimmt. Wir haben sie fotografiert, dokumentiert und digitalisiert. Um die Münzen in der Veranstaltung genauestens zu einzuordnen, haben wir zuallererst die Münzen mithilfe einer Lupe untersucht auf Bild- und Textprägungen, um zu schauen, wer ist auf der Münze abgebildet, was steht auf der Münze. Wenn das soweit feststand, haben wir die Münzen dann gewogen und ausgemessen. Und zum Schluss haben wir dann unser Exemplar sozusagen mit den bereits katalogisierten Münzen verglichen, um so dann die Prägestätte herauszufinden. Durch eine Kooperation mit dem Herzog-Anton-Ulrich-Museum in Braunschweig war es möglich, die Objekte aus unserer Sammlung eben auch zu digitalisieren. Das heißt, wir haben jetzt hier die Möglichkeit gehabt, die Münzen aus der universitären Sammlung der TU über das virtuelle Münzkabinett des Herzog-Anton-Ulrich-Museums weltweit zur Verfügung zu stellen. Besonders interessant fand ich eigentlich, dass auch Münzen aufgetaucht sind in unserer Sammlung, die so in der Literatur bislang nicht belegt sind. Eine Studentin hat beispielsweise eine Münze des Probus, ein Kaiser des 3. Jahrhunderts, aufgearbeitet, für die wir bislang kein Vergleichsobjekt benennen konnten. Auf der Probusmünze ist auf der Vorderseite erstmal natürlich der Herrscher Probus als stolzer Feldherr abgebildet. Er trägt eine Rüstung und eine Strahlenkrone. Und auf der Rückseite ist die Göttin Concordia abgebildet. Sie steht sozusagen für Zusammenhalt des Römischen Reiches. Das ist ein ganz besonders interessanter Fall, weil wir mit der Aufarbeitung einer solchen Münze natürlich auch tatsächlich Grundlagenforschung betreiben können und unser Wissen vermehren können. Ja, vorteilhaft am Standort Braunschweig ist eben, dass man die universitäre Seite eigentlich sehr gut mit der musealen Seite zusammenführen kann, weil ich als Althistoriker an der TU zugleich Leiter des Münzkabinetts am Herzog-Anton-Ulrich-Museum bin und dann eben auch den Studierenden zeigen kann, was museale Arbeit konkret bedeutet. Und hier haben wir eben am Museum eine sehr, sehr schöne Universalsammlung, die wirklich alle Epochen abdeckt, und da kann man mit den Studierenden wirklich wunderbar arbeiten, sehen, was es tatsächlich konkret bedeutet, mit einer musealen Sammlung zu arbeiten. Ja, die Münzsammlung des Herzog-Anton-Ulrich-Museums ist eine der ältesten in Europa. Wir können sie zurückverfolgen bis in Mitte des 17. Jahrhunderts, als die herzoglichen Söhne Münzen gesammelt haben und anhand von Münzen in der Geschichte unterrichtet worden sind. Also das Besondere für mich an der Arbeit mit Münzen in unserem historischen Seminar in Braunschweig ist, dass wir da auch die Gelegenheit haben, mit, also besonders mit den antiken Münzen, auch mit den Darstellungen römischer Kaiser in Verbindung kommen oder auch der römischen Republik. Ich finde es halt unheimlich interessant, in der universitären Lehre jetzt eben diesen Horizont nochmal um ein Vielfaches erweitern zu können. Ja, ich habe den Eindruck, dass die Studierenden diese Form der Lehrveranstaltung besonders geschätzt haben, weil sie eben in der Lage sind, hier tatsächlich eigenständig an historischem Originalmaterial zu arbeiten. Sie können also einen eigenständigen Beitrag zur Grundlagenforschung leisten, und die Ergebnisse dieser Arbeit verschwinden dann nicht in der Schublade einer Lehrperson, sondern werden eben tatsächlich nachhaltig im Internet zur Verfügung gestellt und können dort weltweit eingesehen und genutzt werden.